Ich heiße Bernard Osor. Ich komme aus dem Osten Nigerias, aus Enugu State. Im April 1993 wollte ich meiner Arbeit nachgehen. Ich sollte einen Sack Nüsse, der ca. 127 Kilo wog, tragen. Als ich den Sack hochhob, knackte es in meiner Seite wegen der großen Last. Seitdem hatte ich große Schmerzen, wahrscheinlich einen Leistenbruch. Ich konnte nicht auf einer Matratze in meinem Bett liegen, sondern musste mich auf eine Matte auf den Boden legen. Wenn es mir dann ein bisschen besser ging, ging ich wieder arbeiten, aber dann fingen die Schmerzen wieder an. Er war ein Lastenträger und trug sehr schwere Dinge. Dieser Sack war wahrscheinlich sehr schwer zu heben, sodass er es mit Gewalt versuchte, sich dabei verhob und sich einen Leistenbruch zuzog. Seitdem hat er Schmerzen, seit fast 10 Jahren. Ich habe jede mögliche Medizin probiert, damit es besser wird. Aber nichts davon hat mir geholfen. Ich war im Krankenhaus und bei verschiedenen Medizinmännern, die alles Mögliche auf meine Seite gestrichen haben. Ich habe von diesen Behandlungen Narben durch Messereinstiche, die gemacht wurden, um verschiedene Salben auf der Seite aufzutragen. Vielleicht hätte es ja gewirkt, aber sobald ich arbeiten wollte, hatte ich wieder Schmerzen. Aber ich bin so dankbar, dass ich erfahren habe, dass der Mann Gottes, Reinhard Bonke, nach Ikare kommen sollte. Da wollte ich hin. Ich sagte mir, Gott wird in meinem Leben ein Wunder tun. Ich will einen Segen empfangen, denn Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und heute wird er etwas Wunderbares für mich tun. Am 8. Oktober predigte Evangelist Bonke im Abendgottesdienst über Heilung. Halleluja. In ein paar Minuten werde ich beten und Jesus wird in der Menge wirken. Er wird zu dir kommen. Er wird dich berühren. Er wird dir die Hände auflegen. Er wird dich heilen. Denn Jesus ist in Akoko. Halleluja, Jesus ist der Heiler, Jesus ist der Retter, Jesus, 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 sag Amen. In der Predigt ging es um das Gebet. Es wurde gesagt, dass jeder beten sollte und die Stelle berühren sollte, wo er geheilt werden wollte. Sei geheilt von allen Schmerzen, unerklärlichen Schmerzen. Sei geheilt von unerträglichen Schmerzen im Namen Jesu. Als ich meine Seite während des Gebets berührte, spürte ich die Kraft Gottes. Ich nahm die Hand von meiner Seite und fühlte einen kühlen Wind. Die Schmerzen verschwanden augenblicklich. Ich rief meinen Bruder neben mir und sagte, ich bin gerade geheilt worden. Und dann legte mein Bruder seine Hände auf die schmerzenden Stellen. Und nach dem Gebet wurde er geheilt. Vielleicht betete er weiter nach diesem Abend und am nächsten Morgen, aber die Heilung war sicher. Er konnte vorher auch nicht richtig atmen, aber jetzt kann er es. Was hatten Sie? Seit 10 Jahren hatte ich einen Leistenbruch. Aber um 4 Uhr heute Morgen konnte ich richtig durchatmen. Ich erzählte meinem Nachbarn, ich bin heute völlig geheilt. Die Schmerzen sind weg. Und bis jetzt habe ich keine Schmerzen mehr gehabt. Dafür danke ich Gott. Amen. Er hat Ihre Seite geheilt. Können Sie sich ohne Schmerzen bewegen? Keine Schmerzen, keine Schmerzen. Freuen Sie sich? Ich freue mich wirklich. 10 Jahre? Seit 10 Jahren. Es passierte im April 93. 99 oder 93? 93 im April. Seit April 93. Freuen Sie sich. Bewegen Sie sich nochmal. Machen Sie. Schaut euch das an. Oh! Hey! Your
Gott segne Sie. Keine Gott Schmerzen segne mehr. Sie. Keine Schmerzen? Herr, ich segne diesen Bruder. Ich segne ihn. Danke, dass du ihn heute völlig geheilt hast in Jesu Namen. Gehen Sie in Frieden. Ihr Glaube hat Sie geheilt. Alles, was ich jetzt tragen soll, hebe ich im Vertrauen hoch. Keine Schmerzen mehr und keine Überanstrengung. Er kann jetzt auch Sport machen, Gymnastik. Als erstes möchte ich Gott für das mächtige Wunder danken, das er in meinem Leben getan hat. Denn er hat meinen Körper von dieser 10 Jahre dauernden Qual befreit. Ich bete auch, dass Gott Reinhard Bonke neue Kraft gibt, damit er das Wort Gottes weiterhin überall predigen kann. Ich bete auch für mich, dass Gott mich so weit herstellt, dass ich ebenfalls das Wort Gottes predigen kann. Das wäre mein Wunsch. Ich freue mich wirklich sehr und danke Gott für sein mächtiges Eingreifen. Ich bin Gott wirklich dankbar.